So, wir stehen hier neuerdings vor einer BIS-Karte. Sie kennen inzwischen das Kürzel BIS, Bürgerinformationssystem Stuttgart 21 vom Bahnprojekt Stuttgart-Ulm im Internet unter www.bis21.de jederzeit nachzusehen. Wir haben im letzten Video die Gesamtkarte von ganz Stuttgart dargestellt und hier stehen wir jetzt vor einer Karte, die ausschließlich den Rosensteinpark zeigt. Im Rosensteinpark stehen leider in nächster Zeit erhebliche Baumaßnahmen an. Ich hoffe, der Krug geht an uns noch rechtzeitig vorüber, aber ich möchte Sie trotzdem da mal ins Bild setzen, was für unseren schönsten Park in Stuttgart und auch gleichzeitig unseren größten englisch gestalteten Landschaftspark alles vorgesehen ist von Stuttgart 21. Zur Orientierung fangen wir einfach mal hier drüben an. Sie sehen hier den Neckar. Hier ein markantes Gebäude zu sehen, das Schloss Rosenstein. Und hier oben sind die Parkhäuser von der Wilhelma, die auch jeder kennt. Und hier unten am Neckar entlang geht die ständig überlastete B10 entlang. Bei Stuttgart 21 soll diese heutige mit vier Gleisen bestückte Eisenbahnbrücke, König-Karl-Eisenbahnbrücke, stillgelegt werden. Auch der heute in Betrieb befindliche viergleisige Tunnel durch diesen Rosenstein durch soll stillgelegt werden. Und stattdessen soll eine neue, große, in meinen Augen sehr brachial wirkende, dem Modell nach brachial wirkende neue Betonbrücke, ebenfalls für vier Gleise, hier über den Neckar, über die B10 gelegt werden. Und dann sehen Sie schon hier an den blauen Linien, das sind jeweils zwei Tunnelröhren. Die obere ist für S-Bahn vorgesehen, die untere für die Fernbahn. Die gehen dann nicht mehr wie bislang auf dem kürzesten Weg durch den Rosenstein, sondern so mehr oder weniger diagonal, also wesentlich länger durch den Rosenstein unten unterirdisch durch. Und dann kommt hier ein Kreuzungsbauwerk, das heißt die S-Bahn, das Ganze befindet sich alles unter der Erde, aber die S-Bahn kreuzt unter der Erde nochmal die Fernbahn und schwenkt dann hier ein Richtung neuer S-Bahn-Station an der Mitternachtstraße. Und die Fernbahn, die macht dann diesen Bogen erstmal nach Norden, bevor sie in einer langen, langen Kurve, Sie erinnern sich vielleicht beim anderen Video über die Gesamtkarte, dann in einem weiten Bogen unterm Killesberg und unterm Kriegsberg hindurch in den neuen Tiefbahnhof einschwenkt. Man weiß gar nicht, wo man immer beginnen soll bei all diesen Baumaßnahmen, die vorgesehen sind. Fangen wir nochmal an mit den Farbgebungen. Blaue Linien sind also unterirdische Tunnelröhren. Wir haben hier einen Abschnitt, der ist in so Pinkfarben eingezeichnet. Genauso auch hier drüben auf der Neckarbrücke. Das sind oberirdische Streckenverläufe. Auf einer Brücke ist logischerweise oberirdisch. Dann haben wir in Türkis eingezeichnet die Baulogistikstraßen. Wenn Sie hier mal herschwenken vielleicht, dann sehen Sie diese heutigen Eisenbahnbrücken an der Ehmannstraße. Und da wird dann die Ehmannstraße baustellenbedingt in den Park hinein verlegt. Ja, also es ist nicht nur so, dass der Park unterhöhlt wird, sondern hier werden ganze Gruben ausgehoben in Offenbauweise, diese roten Flächen. Hier nochmal so x-förmig, große offene Baugruben. Und weil die Ehmannstraße heute direkt darunter liegt, unter diesen Gruben, muss die also verlegt werden und die wird als Baustellenzufahrt dann benutzt. Macht hier so einen Schwenker rein und deswegen fallen hier jede Menge Bäume diesem Bauprojekt zum Opfer. Insgesamt sollen im Rosenstein 98 Bäume mit Stammumfängen von mehr als 80 cm gefällt werden. Das ist natürlich ein absolut gravierender Verlust für diesen wunderschönen, herrlichen Park. Das sind also Baustellenstraßen. Es gibt natürlich große Baulogistikflächen, die würden sich unter diesen orangefarbenen Flächen dann zum Teil auch befinden. Diese Orangefärbung kennen Sie noch aus dem anderen Video. Ich mache es ganz kurz nochmal zur Erinnerung. Das sind die sogenannten Beweissicherungsgrenzen. Das sind sozusagen Korridore beidseits der Tunnelstrecken, in denen die Bahn selbst als Bauherrin damit rechnet, dass möglicherweise an der Oberfläche oben, oberhalb der Tunnels sozusagen, Schäden entstehen. Schäden an Gebäuden. Und jetzt befinden sich hier natürlich keine Gebäude, sondern Bäume, zum Teil uralte, riesige Bäume. Und die Bahn rechnet also selbst offenbar damit, dass möglicherweise Baustellen bedingt oder durch Grundwasserabsenkung während der Baumaßnahmen diese Großbäume Schaden nehmen. Und die sind natürlich nicht mit eingerechnet bei den 98 Bäumen. Also wir haben einerseits 98 Bäume, die gefällt werden, und dann haben wir noch eine unbekannte Anzahl von Bäumen,
die möglicherweise schleichend vertrocknen könnten, wenn das Grundwasser abgesenkt wird. Für den Rosenstein ist ebenfalls wie im Schlossgarten auch eine Grundwassermanagementanlage vorgesehen. Steht in den Planfeststellungsunterlagen relativ verschämt drin, aber ich könnte Ihnen die Stelle zeigen, auf die Seite genau. Ich weiß aber auswendig jetzt gerade die Seitenzahl nicht, könnte ich nachliefern. Wir haben dann hier im Bereich dieses Neckarhangs, der in meinen Augen einer der schönsten Anblicke überhaupt ist, den Stuttgart zu bieten hat. Wenn Sie, ist jetzt hier leider nicht mehr drauf, wenn Sie hier in Bad Cannstatt am Neckarufer stehen, das ist da diese erhöhte Stelle, wo inzwischen Sand aufgeschüttet wurde, der Neckarstrand da angelegt wurde. Wenn Sie da oben stehen und über den Neckar drüber schauen, ist es ein wunderbarer Anblick. Sie sehen, oben thront das schöne Schloss Rosenstein. Unten sind die Schiffsanlegestellen, meistens liegen hier Schiffe. Die Straße sieht man Gott sei Dank nicht, die ist ein bisschen verdeckt durch ein paar Hügel hier. Und dazwischen, zwischen dem Schloss und dem Neckar, sind an diesem Hang dicht bewachsene Baumgürtel und herrliche, prächtige alte Bäume. Und genau auf diesen wunderschönen Hang zielt diese neue Betonbrücke von Herrn Schleich. Herrn Schleich, den ich sonst sehr schätze für seine Bauwerke, aber diesen Brückenentwurf finde ich persönlich, das ist jetzt Geschmackssache vielleicht, fürchterlich schauderhaft, zieht diese Neckarbrücke und dann sollen in diesem wunderbaren Hang mit Baumbeständen sollen dann zwei neue Tunnelportale hineingebaut werden. Und Sie ahnen es schon, diese Tunnelportalbaustelle wird den Hauptspazierweg zwischen Schloss Rosenstein und Wilhelma unterbrechen. Sie sehen hier alles in Türkis eingezeichnet. Der Hauptspazierweg wird eine Baulogistikstraße. Hier wird also massiver LKW und Bagger und sonst was Verkehr sein. Es wird auch eine weitere Baustraße hier unten an der Einmündung von der B10 zur B14. Die gibt es schon bis hierhin, ist sie schon angelegt, hochgeführt werden, noch unter der Eisenbahnbrücke der bestehenden durch und dann so schräg den Hang hin, nach oben zum zukünftigen Tunnelmund. Mitten durch die Baumvegetation mit Ausweichstellen, hier das sind so Ausweichstellen, angelegt werden. Das heißt, für Spaziergänger ist dieses gesamte Gebiet dann tabu. Wo die Spaziergänger dann entlang geleitet werden, weiß ich im Detail nicht. Bislang weiß ich es nicht. Ich nehme aber an, weil unten alles Baustelle ist, müssen die irgendwie weiträumig außen und oben außenrum geführt werden. Diesen Hang zu zerstören, halte ich für ein Kapitalverbrechen, ich kann es nicht anders sagen, am Stadtbild. Ich kann es nur nochmal jedem raten, gehen Sie nochmal rüber auf die Cannstatter Seite, schauen Sie sich das an. Es ist wirklich eine Postkarten-Bilderbuchansicht, die wir hier im Begriff stehen zu zerstören für ein Projekt, bei dem sich ja jetzt herausstellt, dass es ein Bahnrückbauprojekt auch noch ist. Die gelben Flächen hier sind Baulogistikflächen, da werden Baumaschinen wahrscheinlich abgestellt, Materiallager angelegt und so fort. Der große Streckenabschnitt hier wird, wie gesagt, bergmännisch gebaut, also da wird nicht in Offengrubenbauweise alles aufgebuddelt, sondern unten durch. Und hier haben wir wieder diese Höhlentafeln, die wir vom anderen Video her schon kennen. Und Sie erinnern sich bestimmt noch an die Legende unserer Karte. Ich habe das damals an einem Beispiel in der Schützenstraße mit einem Haus und einem Hauskeller klar gemacht, dass also die Höhenangaben oder eigentlich muss man sagen Tiefenangaben nicht wirklich relevant sind für uns Parkbesucher zum Beispiel, denn es wird immer die Höhe angegeben vom Gleisniveau der zukünftigen Züge im Tunnel zur Erdoberfläche. Und relevant aber für Schäden, eventuelle Schäden an der Erdoberfläche, ist nicht das Gleisniveau, sondern der Tunnelscheitel. Und der liegt 6,35 Meter höher, sodass man also von all diesen Tafeln, all diesen Zahlenangaben jeweils 6,5 Meter abziehen muss. Dann landen wir bei dem tieferen S-Bahn-Tunnel hier etwa bei 19 Meter, 18 Meter in dem Dreh. Und jetzt hängt es eben sehr stark davon ab, wie tief die Wurzeln der Bäume, die hier drüber stehen, runterreichen. Ich habe mir sagen lassen, ich selber bin kein Botaniker, aber wir haben einen, den Bruno Baumann, den kennen inzwischen sehr viele, Wilhelma-Beschäftigter, der kennt sich extrem gut aus mit Bäumen. Mir sagen lassen, die Wurzelballen, die dem Baum Halt geben, die gehen nicht sehr tief. Aber da dieses gesamte Gebiet früher kahler Stein genannt wurde, was natürlich sehr viel aussagt, hier ist ein eher Trockengebiet,
haben diese Bäume oder viele dieser Bäume tiefe Wurzeln ausgeprägt, einzelne Wurzeln zum Wasser holen, also wie ein Strohhalm sozusagen. Und die gehen, laut Bruno Baumann, kann seine Zahlen dann nur wiedergeben, zum Teil 20 und mehr Meter in die Tiefe, in Spalten, in denen Wasser zu finden ist. Und dann kommen wir natürlich auch schon bei dem tiefen S-Bahn-Tunnel in diese Regionen, ganz zu schweigen vom Fernbahntunnel, der wesentlich niedriger liegt, wesentlich höher liegt. Und wenn wir hier also 6 Meter abziehen, dann sind wir schon bei zum Teil unter 10 Metern Bodenüberdeckung. Und das kann also auch durchaus dem einen oder anderen Baumriesen, der eigentlich nicht gefällt werden soll, noch den Garaus machen. Schleichend natürlich. So, habe ich hier was Wichtiges vergessen? Das Abstellgelände vom Rosenstein, Bahnbetriebswerk Rosenstein, soll ja bei Stuttgart 21 am Ende der Bauzeit nach 10, 15, 20 Jahren aufgegeben werden, nach Untertürkheim verlegt werden und zu einer neuen Siedlung aufgebaut werden, also das berühmte Rosenstein-Quartier, in dem dann 12.000 Menschen leben sollen. Dazu möchte ich ganz kurz noch sagen, in meinen Augen ist das ebenfalls ein Verbrechen an der Stadt und zwar aus Klimagründen. Diese Gleisflächen, diese riesigen Gleise und Schotterflächen, völlig frei exponiert der Sonne, Wind und Wetter ausgesetzt, sind ein Klimapuffer, ein ganz extrem wichtiger Klimapuffer für die Stadt Stuttgart, den Talkessel. Dieser Kessel, diese Kessellage hat ja im Sommer, vor allem in Hitzezeiten, ein echtes Problem, bringt mit sich eben extreme Hitzestaus. Und solche Gleisanlagen heizen sich tagsüber zwar sehr stark auf, aber auf Infrarotaufnahmen kann man nachsehen, vom Stadtumweltamt gibt es einen Klimaatlas, einen städtischen, da sind Infrarotaufnahmen aus der Luft aufgenommen worden. Morgens, also nach einer Nachtabkühlphase, kühlen diese Gleise über Nacht so stark ab, dass hier regelrechte Kaltluftseen entstehen, die dann eine Umweltpumpe sozusagen in der Atmosphäre in Gang setzen, wo dann Kaltluftströme entstehen, die dann Bad Cannstatt und durch Sogwirkung auch die Innenstadt, also den Innenstadtkessel, belüften helfen. Und wenn man das jetzt überbaut mit dem neuen Rosensteinviertel, dann wird diese Luftumweltpumpe sozusagen unterbrochen und das ist eines der letzten großen Entstehungsgebiete für Kaltluftseen. Und so gesehen ist es eigentlich ein Verbrechen, sowas zu überbauen. Mein Vorschlag, unser Vorschlag bei KN20 war immer, das hier entweder komplett zu Park zu verwandeln, also dem Rosensteinpark zuzuschlagen. Parkflächen kühlen über Nacht natürlich auch sehr stark ab. Oder, das wäre jetzt mein persönlicher Favorit, da die Lage dieses Bahnbetriebswerks, dieses Abstellbahnhofs ideal ist, diese Nähe zum Hauptbahnhof mit diesem genialen Tunnelgebirge, wo also die abzustellenden Züge ohne Behinderung des Fernverkehrs von Norden oder von Cannstatt kommend in der Zwischenetage in den Hauptbahnhof direkt hineingeschoben werden können. So ein Bauwerk gibt man nicht auf, das ist genial und durchdacht von den württembergischen Eisenbahningenieuren. Deswegen würde ich plädieren dafür, die Hälfte dieses Bahnbetriebsgeländes, diesen Abstellbahnhof, zu behalten. Und Sie sehen hier schon, wenn Sie jetzt hier die einzelnen Gleise abzählen würden, dass grob geschätzt etwa die Hälfte der Gleise unbenutzt sind. Ich kenne inzwischen eine ganze Anzahl Luftbilder von allen möglichen Jahreszeiten und auf sämtlichen Luftbildern ist eigentlich immer zu sehen, dass gut die Hälfte der Gleise nicht benutzt werden. Das heißt, wir könnten ohne Einschränkung der Leistungsfähigkeit, könnten wir das Gebiet halbieren. Dieser Teil hier, das alte Paketpostamt, soll ohnehin aufgegeben werden. Wir könnten also die Hälfte des Geländes abbauen, die Schienen abtragen und tatsächlich dann den Rosensteinpark hier erweitern und die andere Hälfte des Bahnbetriebsgelände behalten, vielleicht sogar noch ein bisschen verdichten und hätten dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir hätten weiterhin einen optimalen Bahnbetrieb und wir hätten eben das Klimaproblem umgangen, das wir in dem Moment bekommen, in dem wir diese Fläche bebauen. Und da möchte ich ganz ketzerisch folgenden Gedanken noch dazu sagen. Hier sollen, wie gesagt, amtlich mal 12.000 Menschen wohnen. Ich glaube das sowieso nicht, die Zahlen halte ich für massiv übertrieben. Das sind Luxuswohnlagen, das werden sich nur sehr reiche Menschen leisten können. Und wir wissen, das sind unter anderem dann auch die berühmten Yuppies. Und wir wissen alle, auch inzwischen aus Statistiken, Yuppies sind sehr oft Singles mit einem hohen Wohnquadratmeterbedarf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier 12.000 Menschen in großen Luxuswohnungen wohnen werden. Und für deren Wohlergehen,
ich will jetzt nicht hetzen gegen Wohlhabende, ja, aber für deren Wohlergehen dann in Kauf zu nehmen, dass zukünftig in heißen Sommern 100.000 oder gar 200.000 alteingesessene Stuttgarter im Talkessel dann noch schlechtere Klimabedingungen haben, das sehe ich also überhaupt nicht ein. Das steht in keinem Verhältnis zueinander. Da bin ich der Meinung, da sollten die alteingesessenen Ureinwohner von Stuttgart auf die Hinterbeine gehen und sagen, das hier, dieses Klimaverbrechen darf nicht stattfinden, zumal wir einen städtischen Klimaatlas haben, der genau diese Aussage auch trifft und davor warnt, diesen Kaltluftsee über Nacht ja nicht zu bebauen. Das ist einer der letzten, den wir überhaupt haben. So, wir haben noch zwei Bilder hier auf diese Karte eingefügt. Das hier ist die BIS-Karte und das sind zwei Luftbilder aus anderen Perspektiven, aus eher schrägen Blickwinkel von unserem fliegenden Parkschützer Manfred Krohe, der uns die kostenlos und freundlicherweise, dankenswerterweise zur Verfügung stellt. Und um Ihnen einfach nochmal andere Anblicke zu bieten, damit man sich es besser vorstellen kann, haben wir die integriert hier. Auffallend sind vielleicht hier auf dieser Karte diese gelb-schwarz gestrichelten Linien, diese zwei Stück. Und wenn Sie da genauer hinschauen, ein bisschen verdeckt ist es leider, hier ist der berühmte Holzsteg für Fußgänger, Spaziergänger, für Jogger, Radler und Skateboarder, was weiß ich, was da alles verkehrt, die aus Cannstatt kommen, rüber in den Rosensteinpark wollen, dann kommt diese kleine Zwischengrünanlage und dann kommt der berühmte Elefantensteg, der auf diesem Weg trifft, der dann runter geht zur Wilhelma oder eben hoch zum Schloss Rosenstein. Und diese beiden wichtigen Fußgängerverbindungen von Cannstatt rüber in den Rosensteinpark sollen abgerissen werden und während der gesamten Bauzeit, die sich über Jahre hinziehen wird, nicht ersetzt werden. Erst ganz am Schluss, wenn dann diese neue Eisenbahnbrücke von Herrn Schleich, diese Betonbrachialbrücke hier, drüber gebaut sein wird, soll ein neuer Fußgängerweg unter der Eisenbahnbrücke abgehängt werden. Das stelle ich mir also auch ziemlich abenteuerlich vor. Dem einen gefällt sowas vielleicht, aber viele, wenn ich an meine eigene Mutter denke zum Beispiel, der wird da mit Sicherheit schwindelig und schlecht, wenn sie freischwebend über dem Neckar und über sich, keine Ahnung in wie viel Meter Höhe, dann eine brachiale Betondecke, über die dann auf vier Gleisen die ganzen Züge drüber rumpeln, wenn sie da so unterwegs sind, das wird sicher ein spannendes Gefühl sein, für viele auch ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber das Entscheidende ist, dass wir eben während der gesamten Bauphase hier keine Verbindung mehr haben. Und jetzt haben wir ein Tonproblem, hier ist plötzlich ein Presslufthammer irgendwo zugange. Ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem noch. Und, als ob das nicht schlimm genug wäre, auch diese Hängebrücke, diese Fußgängerhängebrücke heute von den Mineralbädern rüber zum Rosenstein, auch die soll abgerissen werden. Das hat damit zu tun, dass die B10-Verknüpfung zur B14 neu gebaut wird. Und da steht dann diese Stützpfeiler, die stehen auf so einem kleinen Hügel und da steht diesem neuen Straßenstück im Weg. Deswegen kommt auch die weg. Und das bedeutet in der Summe, dass sämtliche Cannstatter, die zur Erholung am Wochenende oder unter der Woche zum Joggen oder wie auch immer in Rosensteinpark wollen, riesige Umwege in Kauf nehmen müssen und im Prinzip bleibt ihnen eigentlich nur noch hinten an der B14 dieser Fuß- und Radweg übrig. Also sprich mitten in Feinstaubschwaden, in einem Höllenlärm der B14, Sie wissen ja, wie stark die befahren ist, und also wie gesagt, großer Umweg. Und auch das wundert mich, das sollte man sich nicht gefallen lassen. Das Mindeste, was man hier fordern müsste, ist ein Interimssteg während der Bauzeit, wenn denn dieses Projekt wirklich käme. Aber die Bahn will ja und muss ja an jeder Stelle sparen. Das Projekt ist ja auf Kante genäht. Was machen wir mit dem Ton? So, wir hatten jetzt dieses Geräuschproblem kurz behoben. Ich bin jetzt ein klein bisschen aus dem Takt geraten. Das werden Sie mir hoffentlich nachsehen. Diese Karte hier haben wir nicht drucken lassen, die gibt es nur in zwei Exemplaren. Die eine steht an der Mahnwache am Stuttgarter Hauptbahnhof in der gleichen Größe und eine zweite an der neuen Parkwache. Die Parkwache, die am Rosenstein sich befindet, zeigen gleich hier auf der Karte, wo Sie die finden. Und dort finden Sie dann auch zumindest diese beiden Luftbilder hier unten auf einer neu gedruckten Karte. Nehmen Sie die mit an der Mahnwache oder an der Parkwache, verteilen Sie die in Ihrem Bekanntenkreis. Noch immer wissen die wenigsten Stuttgarter, dass unser wunderbarer Rosensteinpark überhaupt bedroht ist durch Stuttgart 21. Das muss sich ganz schnell herumsprechen.
Und die Parkwache, das sind engagierte Leute, die sich eben ganz besonders Sorgen machen um den Rosensteinpark, die befindet sich hier an diesem Elefantensteg. Die Stuttgarter kennen diesen Fußgängerbogen hier als Elefantensteg. Genau an dieser Ecke zwischen dem Holzsteg, der hier über Neckar geht, und eben dem Elefantensteg zur Wilhelma. Hier finden Sie die tagsüber in der Regel besetzt. Nehmen Sie dort die Flyer und die Postkarten mit und informieren Sie Ihre Mitmenschen. Das ist unser größter und schönster Park, der unter besonderem Schutz steht. Auch das steht so in den Planfälschungsbeschlüssen. Und trotzdem soll er in diesem Ausmaß geschändet werden.